Ja, habe ich einen so wütend, wegen ich kann nicht bleiben in meiner Wohnung. Ich kann nicht sehen meine Hunde. Ich habe zwei Hunde und drei Katzen. Ja, natürlich, ich vermisse. Und sowas. Ich heiße Daniel, ich bin 16 Jahre alt. Ich habe eine Geschichte. Einmal, ich liege auf dem Bett. Genau, einfach, ich gucke Handy, sowas. Nicht weit, so 17 Kilometer. Das neben gibt es so eine kleine Stadt, aber das ist Odessa. Das ist ein bisschen weit von Centerstadt, wo nicht so viele Leute wohnen auch. Und dann da, so du liegen, ich habe gehört, so sowas, wenn das vierte Mal zusammen, aber wenn dritte Mal, dritte, ich habe verstanden, was passiert. So, du hörst zweite, dritte, wenn dritte gibst, du verstehst, was passiert, aber du noch liegst und du denkst, was machen? Gehen wo Tisch so unten oder wo Bett auch unten gehen oder was? Keine Ahnung, und dann so hast du gehört. Da. Und dann jetzt gesehen, dieser Platz, keine Dach, keine Ahnung, keine Fenster, ist kaputt. Und vielleicht, wann kommt das vielleicht so abends. 23 Uhr abends sowas war. Und vielleicht war auch da Leute schlafen diese Zeit. Und dann kommt neben welche Wohnung. Ja, natürlich findest du weg. Findest du raus. Und so, das ist ein schlechter Moment. So Leute einfach mit auch Kinder, so wohnen, alles ist gut. Und einmal so kommen, Rakete oder etwas, und so können diese Leute oder keine Wohnung oder so gesund nicht gut gemacht, sowas. Das ist nicht gut. Warum Präsident von Ukraine und von Russland kann nicht gehen und nur zusammenreden, nur zusammen machen diese Probleme? Wegen andere Leute nicht gut, das ist schlecht. Das nicht geht. Diese Leute nichts gemacht, aber wegen Krieg, diese Leute hat nicht gut, oder kommen Rakete und keine Wohnung. Also das ist, stimmt, aber schlecht sehr. Das macht bei mir so angry.